Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im neuen Jahr bei LokalTV, Ihrer regionalen Berichterstattung aus Dülmen und Haltern am See. Covid-19 begleitet uns leider auch im neuen Jahr mit zahlreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens und auch der persönlichen Freiheiten. Der Corona-Lockdown hat uns fast komplett an die Kette gelegt. Entsprechend mager fällt unsere Berichterstattung aus. Es fehlen einfach die Anlässe und Veranstaltungen. Zum Ausgleich für die ausgedünnte Nachrichtenlage haben wir erneut einen Blick ins Archiv getan und überraschen Sie mit Bildern von den Jubiläumsfestumzügen in Dülmen 2011 und Haltern aus dem Jahr 1989. Dülmener Geschichten Teil 5. In diesem Teil der Dülmener Geschichten präsentieren wir den historischen Festumzug von 2011 aus Anlass des 700-jährigen Stadtjubiläums. Dülmener Bürger, Vereinsmitglieder und Musikkapellen zogen durch die Innenstadt. In historischen Kostümen früherer preußischer Soldaten präsentiert sich die Abordnung aus Dülmens brandenburgischer Partnerstadt vor Berlin. Seit dem 1. September 1990 besteht diese Städtefreundschaft. Seitdem gibt es einen regelmäßigen Austausch zwischen beiden Städten. Dahinter eine Delegation der französischen Partnerstadt Charleville-Mézières. Die Städtepartnerschaft besteht bereits seit 1963. Es folgt ein großer Block mit Feuerwehrleuten und Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Dülmen. In 8 Löschzügen setzen sich heute 417 Feuerwehrleute für den Brandschutz in der Stadt Dülmen ein. Es folgt eine Gruppe von Schützenvereinen im Stadtgebiet Dülmen. Als erster der Bürgerschützenverein 1551 e.V. Der älteste Dülmener Verein zählt heute 460 Mitglieder. Vorn an die Offiziere und das amtierende Königspaar Anja Riddermann und Florian Kübber. Der Reit- und Fahrverein beteiligt sich mit 5 Pferdekutschen, 8 Reitern und 10 Voltigierern am Festzug. Der Verein hat aktuell ca. 290 Mitglieder, davon 140 Jugendliche. 6 Voltigiergruppen mit jeweils 10 Kindern trainieren einmal wöchentlich. 80 Jugendliche erhalten Reitunterricht. Unter den 14 vereinseigenen Pferden sind auch 2 Therapiepferde. Agnes und Günther Sickenberg sind die Initiatoren der Fußgruppe Drehorgelmusikanten mit Drehorgel und Stellenbau. Ihr Motto lautet: Musik und Gesang haben die Menschen zu allen Zeiten begleitet. Sie können bitte klatschen und mitschunkeln. Die BSG Dülmen, Verein für Rehabilitationssport,
ist mit zwei Tandemrädern und einer Fußgruppe vertreten. Mit 70 Kursen ist der Verein größter Anbieter im Gesundheits- und Reha-Sport. Die städtischen Kindertagesstätten belegen mit ihrer kinderreichen Teilnahme am Festzug, dass Dülmen trotz rückläufiger Kinderzahlen eine Stadt mit Zukunft ist. Die 6 städtischen Kindertageseinrichtungen betreuen 420 Kinder vom ersten Lebensjahr bis zur Einschulung. Dabei hat jeder Kindergarten sein eigenes Profil entwickelt und spezielle Schwerpunkte gebildet, zum Beispiel Musikkindergarten, Kinderkunsthaus oder naturnaher Kindergarten. Mit Kerz und Quatz ist der Motorsportverein Dulmania im ADAC im Festzug flott aufgestellt. Einheit 100 Mitglieder und pflegt seine beiden Standbeine Verkehrserziehung und Motorsport. Die PS-starken Trucks ohne Auflieger, beeindruckend durch ihre Größe und markanten Hupen, getunte PKWs begeistern die Fans des Motorsports. Der TV Dülmen, ein weiterer großer Sportverein, begeistert die Zuschauer mit einer Cheerleader-Gruppe. Der Männergesangverein Sängerbund macht seinem Hobby alle Ehre. Und die Herren schonten ihre Stimmen nicht, sie sangen mit Freude. Ja, man konnte glauben, es sei bereits eine persönliche Zugabe. Die Chorgemeinschaft Dülmen schien gerade eine schöpferische Pause zu haben. Gleichwohl strahlten die Sänger einen würdigen, nur vereinzelt unterbrochenen einheitlichen Auftritt aus. Die Überraschung folgte auf dem Fuße. Eine zweite Abteilung der Chorgemeinschaft hatte klug vorgebaut gegen das schlechte Wetter und sich auf einem überdachten Anhänger einquartiert, der von einem Oldtimer-Trecker gezogen wurde. Da ließ sich gut und lauthals singen, zumal auch die Kehle mit einem Bierchen geschmiert werden konnte. Der Sparclub The Kiepenkerls unternimmt einmal jährlich eine Planwagenfahrt ins Münsterland.
Man war aber auch schon in Berlin und durchfuhr das Brandenburger Tor. Zum Lüdinghauser Tor aus Anlass des Stadtjubiläums war es nicht so weit. Die Schützenbruderschaft St. Johanni Buldern e.V. feiert traditionell im Juni. Seit 1923 werden zwei gleichberechtigte Könige, der Sternkönig und der Vogelkönig, ausgeschossen. Corona-Lockdown in Dülmen. Auch in der Dülmener Innenstadt zeigt der Corona-Lockdown seine Wirkung. Nur wenige Spaziergänger und Kunden waren in der Stadt anzutreffen. Dülmen am Samstagmorgen, 19. Dezember 2020. Normalerweise beste Einkaufszeit. Wo jetzt nur wenige Käufer anzutreffen sind, füllten sonst viele Kunden die Fußgängerzone. Der Corona-Lockdown zeigt auch in Dülmen seine Wirkung. Ein Blick in die Marktstraße. Nur noch im Bereich von offenen Läden sind Kunden anzutreffen. Die geschlossenen Geschäfte haben Hinweise an die Schaufenster geklebt. Sie weisen die Kunden auf ihr Online-Angebot und mögliche Abholzeiten von Bestellungen hin. In vereinzelten Geschäften warten die Inhaber auf Abholer. Ein Blick vom Königsplatz auf die Coesfelder Straße und die Münsterstraße. Nur im Bereich der Apotheken und Lebensmittelgeschäfte trifft man auf wartende Kunden. Ansonsten gähnende Leere in der Innenstadt. Auch wenn die Ladenschließungen Einschränkungen für die Kunden bedeuten, viele nehmen es gelassen hin. Sie hoffen, dass sich die Situation sehr bald positiv ändert. Treckerumzug der Hoffnung in Dülmen. Rund 100 festlich beleuchtete Traktoren befuhren am Sonntag die Ortsteile Meerfeld, Rorup und Dülmen. Etliche Schaulustige verfolgten den Umzug. Am Sonntag, dem 20. Dezember 2020, hatten sich die Dülmener Landwirte etwas Besonderes einfallen lassen. Sie organisierten einen Umzug mit adventlich beleuchteten Traktoren unter dem Motto »Ein Funken Hoffnung« für die Menschen in Dülmen und den Ortsteilen. Das Ganze entstammt einer landesweiten Aktion, die allerdings nicht in allen Landkreisen genehmigt wurde. Die Beleuchtung der Traktoren mit Lichterketten und Tannenbäumen war sehenswert. Mehrere Stunden hatten die Landwirte ihre Traktoren geschmückt. Die Idee ist von mehreren Landwirten hier aus Meerfeld entstanden. In anderen Orten ist diese Aktion ja auch durchgeführt worden. Und da haben wir uns gedacht, warum machen wir das nicht auch hier in Meerfeld und Umgebung und dann inklusive Dülmen. Pünktlich um 17 Uhr waren die Teilnehmer in Meerfeld gestartet. Begleitet von der Polizei setzte sich der Treck in Richtung Rorup in Bewegung. Von dort aus ging es in Richtung Dülmener Innenstadt, wo die Traktoren gegen 17.45 Uhr eintrafen. Ich kann Ihnen ganz grob sagen, dass wir 100 angemeldet haben und ich denke, die sind es gewesen. An der mutmaßlichen Fahrstrecke hatten sich zahlreiche Zuschauer versammelt, um die festlich geschmückten Traktoren zu sehen. Ich bin den ganzen Abend als erstes Fahrzeug vorhergefahren. Also die Bürger, die ich gesehen habe, waren begeistert. Alles andere, die Videomaterial und Fotos und so weiter, muss man jetzt mal abwarten. Gegen 18 Uhr erreichten die ersten Trecker dieses starken Trecks das Dülmener Krankenhaus. Landwirt Benedikt Wichmann und seine Mitstreiter wollten mit dieser Aktion unter anderem älteren und kranken Menschen eine Freude machen.
weil sie in der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt Besuch bekommen dürfen. Für die Fahrt galten strenge Regeln. So durften die Fahrer unterwegs nicht anhalten und ihre Kabinen nicht verlassen. Außerdem mussten an der Fahrstrecke Masken getragen werden. Da sich die Fahrstrecke der Traktoren durch verschiedene Hinweise schnell herumgesprochen hatte, nutzten viele Zuschauer die Gelegenheit, sich frühzeitig einen Standplatz zu sichern, was so von den Veranstaltern nicht vorgesehen war. Da muss sich einer auch wirklich die Zeit für nehmen, das ordentlich zu planen, auch mit Absprachen mit Polizei und Ordnung zu haben. Ich glaube, da sind lange Briefwege und lange E-Mails geflogen. Eine nicht enden wollende Schlange von Traktoren versetzte die Zuschauer in Erstaunen. Sogar der Nikolaus in seiner Kutsche fehlte nicht. Von der Halterner Straße aus ging es zur B474, wo sich der Konvoi gegen 19 Uhr auflöste. Corona-Lockdown in Haltern am See. Ein Gang durch die menschenleere Halterner Innenstadt. Der Corona-Lockdown zeigt seine Wirkung. Haltern am See, Samstag, 19. Dezember 2020 um 11 Uhr. Normalerweise beste Einkaufszeit. Wo sonst viele Kunden die Fußgängerzone füllen, sind jetzt nur wenige Käufer anzutreffen. Der Corona-Lockdown zeigt seine Wirkung. Ein Blick in die Rekumer Straße. Nur noch im Bereich von offenen Läden sind Kunden anzutreffen. Die geschlossenen Geschäfte haben Hinweise an die Schaufenster geklebt. Sie weisen die Kunden auf ihr Online-Angebot und mögliche Abholzeiten von Bestellungen hin. Was ich mich nur manchmal frage, man hält sich natürlich dran, aber wieso haben teilweise noch die Parfümerien offen? Die Blumengeschäfte, sind die wichtig? Meines Erachtens nicht. Ansonsten halten sich eigentlich alle dran, alle Leute. Gestern haben wir mal gesehen, da wurde eine Frau vom Mitarbeiter des Ordnungsamtes angesprochen, bitte Maske hochtun. Die war aber dann selber total überrascht, die hat es einfach nur vergessen gehabt. Mhm. Ein Blick vom Alten Markt in die Mühlenstraße und die Lippstraße. Nur im Bereich der Apotheken und Lebensmittelgeschäfte trifft man auf wartende Kunden. So wie hier bei der Bäckerei Wehren in der Merschstraße. Auch wenn die Ladenschließungen Einschränkungen für die Kunden bedeuten, viele nehmen es gelassen hin. Sie hoffen, dass sich die Situation sehr bald positiv ändert. Geschichten Teil 5. In diesem Teil zeigen wir den historischen Festumzug von 1989. Hunderte von Teilnehmern, Fußgruppen, Festwagen und Musikkapellen sorgten für einen imposanten Festzug. Hinter dem Spielmannszug erscheint der erste Motivwagen, gebaut von der Firma Gelsenwasser. So fing alles an. Wir sehen einen Mammut und einen Neandertaler, eiszeitliche Bewohner Halterns. Im Hintergrund folgt bereits die nächste Fußgruppe, römische Legionäre und germanische Krieger aus Kipfenberg im Altmühltal, engagiert vom Heimatverein Haltern. Erinnert wird an das römische Militärlager bei Haltern. Die nächste Motivgruppe zeigt eine römische Verteidigungsformation, die Schildkröte. Gestellt vom Heimatverein und gebildet von Schülern des Gymnasiums. Der Motivwagen Nummer 7 ist eine Rekonstruktion der alten Stiftskirche in Flasheim und wird gestellt von Schützen und der Feuerwehr Flasheim. Wir sehen eine Nachbildung der ursprünglichen Anlage.
Neben dem heute noch vorhandenen romanischen Turm standen früher zwei Rundtürme, die heute lediglich im Pflaster noch angedeutet sind. Wehrhaftigkeit kamen auch Musik und Tanz im Mittelalter nicht zu kurz. Seit einigen Jahren pflegt die Gymnastikabteilung neben moderner Folklore auch den höfischen Tanz des Mittelalters. Im Hintergrund bereits die nächste Musikgruppe, der gräfliche Fanfarenzug Bad Driburg. Meine Damen, linken! Wagen Nummer 16, die St. Sixtuskirche um 1289. Der Wagen wurde gebaut von der Pfarrgemeinde St. Sixtus. Die jetzige Sixtuskirche ist der vermutlich dritte Baukörper, der an gleicher Stelle steht. Über die ersten beiden Bauwerke ist relativ wenig bekannt. Die Pfarrgemeinde St. Sixtus unternimmt mit diesem Modell einen Rekonstruktionsversuch. Der Motivwagen Nummer 23 stellt die Vereinigung der Bistümer Köln und Münster 1648 dar und wird von den Hambossendorfern, genauer gesagt den Bürgern aus Hemken, gestellt. Der Wagen zeigt die Heiligkreuzkirche in Hambossendorf. Hinter dem Motivwagen bewegt sich mittelalterliches Volk. Der nächste Motivwagen, Nummer 24, heißt Kricke die Hacke Tau. Krieg ich dich, hack ich zu, schlag ich zu. Gestellt von den Hambossendorfern zeigt er die häufigen Streitigkeiten zwischen den Bewohnern nördlich und südlich der Lippe. Bei den oft herrschenden Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern des kölnischen Festes Recklinghausen und den münsterländischen Halternern entwickelte sich in Hambossendorf der Schlachtruf Krieg ich dich, hack ich zu. Kricke die Hacke Tau. Der Postillion nähert sich. Post gestern und heute lautet das Thema und wird dargestellt von der Deutschen Bundespost mit einer zugehörigen Fußtruppe. Bereits 1643 wurde Haltern regelmäßig von reitenden Posten berührt. Bis heute gehört die Post zu den wichtigsten Dienstleistungsunternehmen unserer Stadt. Motivgruppe Nummer 35 ist von der Deutschen Bundesbahn. Wir sehen ein Modell der ersten deutschen Eisenbahn, des Adlers. Im Zug fahren die Mitglieder der Stadtbücherei. Und hinten Huckepack zwei Zugbegleiter. Streckenarbeiter künden mit ihren Hörnern den nächsten Motivwagen, Posten 4 mit Bramsdorf-Mersch an. Gestellt wird er von der Nachbarschaft Mersch. Hey, hallo.
An einem Bahnübergang zum heutigen Ortsteil Mersch stand der dargestellte Nachbau des alten Postens 4 mit den zugehörigen Schranken. Im Hintergrund schon zu hören ist der Spielmannszug Seeklang Haltern. Das Bankwesen um 1900 stellt die Volksbank Haltern in ihrer Motivgruppe dar. Vorne ein Gasthaus. Und von der anderen Seite ein Geldhaus. So klein und bescheiden waren die Anfänge. Die Stadtsparkasse ihrerseits lässt auf ihrem Motivwagen eine besondere Jubiläumsmedaille nachprägen. Die nächste Musik wird fahnenschwingend angekündigt. Es ist das Schalmeien Musikchor Hagen von 1975. Motivwagen widmen sich dem Thema Schäferei und Wollverarbeitung. Sie wurden von Hullonern und Lavesummern gestaltet. Bei den mageren Halterner Böden spielte die Schafzucht früher eine ganz erhebliche wirtschaftliche Rolle. Im zweiten Wagen steht die Verarbeitung der Wolle der Schafe im Vordergrund. Alte Spinnräder. Zeigen, was früher alles gemacht wurde. Die Firma Emil Bölling, hier im Zug, mit einer ganzen Reihe von schönen LKW-Oldtimern in Erscheinung getreten, zeigt hier das Thema Bau früher und heute. Brauchtum hat sich der Kinderchor Lipp Ramsdorf gewidmet und zeigt das Motiv Pfingstebrot. Musik.
Rosenwagen leistet Heinrich Friedhoff seinen Beitrag zum Festzug. Für die Kinder gibt es natürlich Süßigkeiten. Die Rosensträußchen sind den größeren vorbehalten. Der Zug ist zum Stehen gekommen und so hat der Spielmannszug Fährte genügend Gelegenheit, sein Können zu zeigen. Aus Haltern bei Osnabrück kommt der nächste Motivwagen und wird gestellt von den Bürgern des namensgleichen Örtchens. Sie haben ein Geschenk mitgebracht, eine Sackausklopfmaschine, die sie dem Halterner Museum stiften. Hinter dem Motivwagen gehen die Bürger aus Haltern bei Osnabrück und das muss mindestens die halbe Ortschaft sein. Schulwesen, früher und heute, stellt als Motivwagen die Realschule Haltern, in Anspielung auf ihren Direktor, St. Michaelis genannt. Mit den beiden Damen ist der Motivwagen der Ruhrnachrichten, Halterner Zeitung, die es seit 1897 in Haltern gibt. Einen weiteren Motivwagen steuert die Firma Gelsenwasser bei. Wohlbekomm's lautet der Titel und ist gewidmet Blaugrün, der neuesten Kreation von Gelsenwasser, nämlich Mineralwasser aus Halterner Brunnen. Motivwagen Nummer 93 stammt von der WAZ, Ausgabe Haltern. Sie wollen mehr bringen als nur Nachrichten. Hier hat wieder einmal Emil Bölling mit seinen Oldtimern herhalten müssen, in diesem Fall mit einem Goliath-Dreirad. Der folgende Stimmungswagen ist vom Heimatverein Sieten. Thank you.
Hinter dem Musikwagen läuft die Fußgruppe des Heimatvereins, die sich dem Volkstanz verschrieben hat. A, am Zusatzbuchstaben erkennbar, dass sie spät eingeschoben wurde, stammt von Bauer Ewald. Wir sehen schwere Lanz-Bulldog-Zugmaschinen. Riesige Dampfmaschine, ein sogenanntes Lokomobil, mit dessen Hilfe früher auf den großen Höfen gedroschen wurde. Weitere Maschinen aus früheren Jahren. Und schließlich der frisch gebackene 60-jährige Bauer Ewald Döpper. Er haut selbst auf die Pauke. Naja, wie immer. Nun folgt der Heimatverein Lebramsdorf mit seiner Trachtengruppe. Der nächste Motivwagen ist von der Nachbarschaft Eppendorf und bringt den Feierabend früher auf den Bauernhöfen zur Darstellung. Hinter dem Motivwagen geht das Landvolk, ebenfalls dargestellt von der Bauerschaft Eppendorf. Der Riese im Hintergrund ist Ghislain de Bémicourt aus Rovarantin. In vielen französischen Orten werden Riesen bei Festumzügen eingesetzt. Sie haben bestimmte ortsbezogene Bedeutung und dürfen eigentlich niemals ihren Heimatort verlassen. Eine ganz große Ausnahme und Besonderheit, dass dieser Riese hier mitgeführt wird. Und das spricht in ganz besonderem Maße für die herzliche Verbindung zwischen den Bürgern von Rovarantin und Haltern.
Musik ist von der Trachtenkapelle St. Donat aus Kärnten. Dem Ende des Festzuges. Die letzten Gruppen werden von Halterns Paten und Partnerstädten gebildet, gewissermaßen als Höhepunkt des Zuges. Die bürgerliche Trabantengarde der Herzogstadt St. Veit an der Glan. Sie besteht seit 1292. Nur jeweils 13 lebende Personen können ihr angehören. Die heute getragenen Uniformen entsprechen denen der königlich und kaiserlichen Leibgarde des Kaiserreichs Österreich. War die Fotografin der WAZ, Kerstin Kokoska, so großzügig, ihr Foto gleich zu belohnen. Der Zug steht. Man wird ein wenig ungeduldig. Es geht weiter. Es nähern sich die vornehmen Damen mit den kostbaren Hauben. Die Goldhaubenfrauen aus St. Veit kommen ins Bild. Sie feierten vor einigen Jahren ihr 100-jähriges Bestehen. Die Hauben sind mit echten Goldfäden bestickt. Es handelt sich um bürgerliche Trachten. Für alle Fälle fährt hinter den Damen ein Fahrzeug her, damit sie aufgenommen werden können, wenn es einmal nicht mehr weitergehen sollte. Die Pfadfinder aus Raleigh nehmen als Schlachtenbummler aus der Partnerstadt Rochford am Festzug teil. Thank you.
nächste Motivwagen ist Heinrich dem VIII. Gewidmet. Die zweite Frau Heinrichs des VIII., Anna Boleyn, stammt aus Rochefort. Sie war die Mutter der späteren Königin Elisabeth I. und wurde 1536 wegen angeblichen Ehebruchs zum Tode verurteilt und enthauptet. Der Motivwagen wurde gestaltet von der Partnerstadt Rochefort. Motivwagen folgen die Cockleshell Clock Dancers. Die Cockleshell Clock Dancers zeigen traditionelle Morris-Tänze und englische Folklore. Das Ende des Zuges kommt in Sicht. Auf Wiedersehen St. Veit, Haltern, Rochefort. Gemeinsam gestaltete Blumenwagen. Mit viel Sorgfalt und Fleiß von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes gebaut, zeigt die Wappen der Städte Rochefort, Haltern und St. Veit. Dahinter die Polizei und im Nu ist die Straße leer. Die Zuschauer drängen sich in den Kardinal-Galen-Park, wo bei Musik... Winterdienst am Bauhof Dülmen. Mit der Winterzeit hat der Baubetriebshof Dülmen seine Fahrzeuge und Geräte für den Wintereinsatz auf Straßen und Flächen umgerüstet. Mittwochmorgen, 6. Januar, 8 Uhr morgens, am Baubetriebshof der Stadt Dülmen. Hier herrscht um diese Zeit rege Betriebsamkeit, denn auch im Winter gibt es viel zu tun. Zeit für den Winterdienst und der beginnt schon sehr früh am Morgen. Hier auf dem Baubetriebshof haben wir 52 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz für den Winterdienst. Die werden vor der Saison, die am 1.11. beginnt, in zwei Gruppen aufgeteilt. Sprich 26 pro Woche, die dann immer wechseln, so rotiert das. Mehr als 600 Kilometer Straßen und rund 40 Kilometer Radwege müssen im Winter täglich überwacht und mit Salz eisfrei gehalten werden. Eine gewaltige Aufgabe. Dafür wurden im Salzlager mehrere hundert Tonnen Streusalz eingebunkert. Also Gemeindestraßen und Wirtschaftswege zusammen sind gute 620 Kilometer. Reine Kilometer, Streustrecke sind so 115. Dann haben wir noch Radwege mit 120 Kilometer, da streuen wir circa oder ja, so 45 Kilometer. Also wir haben die Möglichkeit, 1000 Tonnen zu lagern. Wir lagern 800 Tonnen vor jeder Winterperiode und kommen im Normalfall damit auch aus. Bereits um 3 Uhr nachts kontrolliert der Einsatzleiter bestimmte Punkte auf Glättegefahr. Ist das der Fall, rücken die Streufahrzeuge aus, um mit dem Streudienst zu beginnen? Ja, wir bedienen uns einem extra Wetterdienst, studieren aber auch mehrere gleichzeitig. Dazu kommt, dass der Einsatzleiter der Gruppe, die in der Woche dran ist, um 3 Uhr in sein Betriebsauto steigt und neuralgische Punkte abfährt, um wirklich zu testen, ist es glatt oder ist es nicht glatt. Wenn wir einen normalen Einsatz haben, so roundabout 5.000 Euro pro Einsatz. Normale Winter liegen dann so im Gesamten bei 150.000 Euro.
Pressesprecher André Siemes ist beeindruckt von dem Umfang der Arbeiten für den Winterdienst in der Stadt Dülmen. Als Außenstehender macht man sich ja keine Vorstellung, was alles hinter so einem Winterdienst steckt. Allein beim Baubetriebshof hier sind es 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die halt in Schichten quasi auf Abruf stehen. Jede Nacht wird quasi geschaut, überprüft, ab 3 Uhr ist ein Winterdienst notwendig, sodass die Kollegen dann auch schnell, wenn es notwendig ist, ausrücken können. Zudem muss man sich auch mal vor Augen halten, wenn die Kollegen rausfahren mit den Streufahrzeugen, machen die das, wenn es glatt ist, wenn es dunkel ist. Es ist also auch nicht ganz ungefährlich. Und allein das, finde ich, ist auch Anlass, um mal Danke zu sagen. Die Kollegen und Kolleginnen hier am Baubetriebshof leisten da wirklich einen super Job für die Bürgerinnen und Bürger, dass, wenn der Berufsverkehr morgens anläuft, dann auch wirklich die Straßen frei sind. 8.30 Uhr, die Teams besetzen ihre Fahrzeuge. Ein neuer Tag mit den besonderen Herausforderungen des Winterdienstes der Stadt Dülmen beginnt. Winterdienst am Bauhof Haltern. Rund 500 Straßen und Flächen müssen täglich beim Winterdienst in Haltern am See kontrolliert werden. Dafür steht dem Bauhof ein umfangreicher Maschinenpark zur Verfügung. Donnerstagmorgen, 7. Januar, am Baubetriebshof der Stadt Haltern am See. Ein- und ausfahrende Fahrzeuge. Es herrscht rege Betriebsamkeit. Denn auch im Winter gibt es viel zu tun. Zeit für den Winterdienst. Und der beginnt bei Schneefall und Straßenglätte bereits um 4 Uhr morgens. Für den Winterdienst haben wir im Prinzip 4 Gruppen eingeteilt, die dann also im wöchentlichen Wechsel jeweils von Montags bis Montags dann einsatzfähig sind, rund um die Uhr. Und pro Gruppe sind 14 Leute eingeteilt und so können wir die ganzen Fahrzeuge besetzen. Oder die Bandbreite des Streuens liegt bei uns ungefähr bei 5 bis 40 Gramm pro Quadratmeter. Und das ist natürlich jetzt ein Unterschied, ob wir Reifglätte haben, Eisregen, Blitzeis oder halt eben auch noch Schneematsch dann dazu haben. Dementsprechend würde man dann die Dosierung machen und dementsprechend schnell oder langsam ist dann halt eben der Streuer auch leer. Mehr als 500 Straßen und Plätze in allen Ortsteilen müssen im Winter täglich überwacht und mit Salzsohle eisfrei gehalten werden. Eine gewaltige Aufgabe. Dafür wurden im Salzsilo auf dem Bauhof mehrere hundert Tonnen Streusalz eingebunkert. Und der Streuplan ist halt eben so ausgelegt, dass wenn wir morgens um 4 Uhr starten, dann sind wir morgens um 7 Uhr mit dem Streuplan durch. Wir haben vor einigen Jahren unser Streumittel auf Feuchtsalz umgestellt, das heißt bei uns FS30. Das heißt also, wir verwenden eine ungefähr 26-prozentige Sohle-Lösung, die wir hier selber produzieren mit einem Sohle-Erzeuger. Und diese Sohle wird gleichzeitig mit dem Trockenstoff, wie beide am Fahrzeug dann verladen sind, auf dem Streuteller benetzt und damit hat man eine viel höhere Wirkung von dem Streusalz, als wenn man halt eben nur den Trockenstoff streuen würde. Nicht nur durch den allgemeinen Wetterdienst erfahren die Mitarbeiter des Bauhofes, ob Straßenglätte bevorsteht. Durch die Klimaerwärmung verringern sich die Kosten für den Winterdienst stetig. Wir bekommen zweimal am Tag einen Einsatzwetterbericht und dahin kann man dann schon mal ablesen, in welche Tendenz halt eben besteht. Zudem haben wir noch eine App bei uns am Bereitschaftstelefon installiert, die halt eben dann auch noch dann warnt, wenn tatsächlich nochmal unvorhergesehene Glätte eintreten sollte. Und so sind wir relativ gut gerüstet, was also die Vorhersagen anbelangt. In den letzten Jahren, ich meine, das wissen wir alle, die Winter waren nicht wirklich streng, haben wir natürlich nicht so viele Einsätze fahren müssen. Das heißt also, ich sag mal, das letzte Jahr haben wir ungefähr 20.000 Euro Aufwand gehabt für den Winterdienst und die beiden Jahre davor waren es jeweils ungefähr 40.000. Die Fahrzeuge des Baubetriebshofes sind multifunktional und nicht nur für den Winterdienst einsetzbar. In nur 20 Minuten ist ein Fahrzeug komplett für den Wintereinsatz umgerüstet. Für die Einsatzgruppen beginnt morgens um 4 Uhr ein neuer Tag mit den besonderen Herausforderungen des Winterdienstes. Das
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war unsere Januarsendung 2021. Bedingt durch die Einschränkungen der Pandemie fiel sie deutlich schmaler aus als in den Vorjahren. Das entspricht nicht wirklich dem Anspruch, den wir an uns stellen. Doch was sollen wir machen? Bewegte Bilder von Veranstaltungen sind Mangelware, solange das öffentliche Leben weitgehend ruht. Wie alle Welt lechzen auch wir nach Normalität und wissen doch, dass sie noch auf sich warten lässt und keine verlässliche Planung möglich ist. Halten wir uns also an die grundsätzlichen Gebote der staatlichen Autoritäten und minimieren unsere Ortsveränderungen, halten Abstand voneinander und tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung. In der Hoffnung auf bessere Zeiten wünscht Ihnen das Team von Lokal TV alles Gute für Ihre Gesundheit.